Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, alle Feiern sind abgesagt. Heute zu Pfingsten wäre eigentlich bei uns Konfirmationsgottesdienst gewesen. Konfirmanden hatten sich darauf gefreut. Seit über einem Jahr waren die Verwandten eingeladen, Gaststätten gebucht, Ausflüge geplant. Ich nehme an, die Konfirmanden hatten schon eingeplant, was sie mit dem Geld machen, das sie bekommen. Alle hatten sich gefreut. Jetzt abgesagt. Auch andere feiern. In den letzten Wochen habe ich alle Nase lang Anrufe bekommen von Brautpaaren, die schweren Herzens ihre Trauung verschoben haben, Taufen wurden verschoben, Gemeindefeste finden nicht statt. Wir Menschen brauchen das, dass wir miteinander feiern, dass wir zusammen sind, dass wir merken, dass wir eine Gemeinschaft sind, zu der wir gehören, dass wir Menschen um uns haben, die uns nahe sind. Aber wie will man feiern? Wie will man feiern, wenn man weiß, dass man damit sich selbst und andere gefährdet? Wie soll man fröhlich sein, wenn man nicht weiß, welche Gefahr da draußen lauert? Bei der Pfingstgeschichte in der Bibel erleben wir die Jünger von Jesus, wie sie auf einem Fest sind, aber nicht feiern können. Da ist das Wochenfest in Jerusalem, worauf sie sich seit Monaten vermutlich schon gefreut haben. Aber stattdessen sitzen sie in einem Haus, schotten sich ab von der Außenwelt und es ist ihnen nicht nach Feiern zumute. Wahrscheinlich wollten sie mit Jesus zusammen aufs Wochenfest gehen und feiern und der ist nicht mehr da. Rausgehen trauen sie sich nicht, denn draußen sind die, die Jesus verhaftet haben und sie wissen nicht, ob sie vielleicht, wenn sie gesehen werden, wenn sie denen begegnen, auch sterben müssen. Wie soll man da feiern? Wie soll man da fröhlich sein? Mit einmal auf diesem Pfingstfest passiert es. Mit einmal spüren sie die Kraft Gottes in sich und sie sind nicht mehr traurig, sondern voller Hoffnung. Sie sind voller Freude, sie jubeln über Gottes große Taten und die Menschen, die da draußen sind, die hören das. Die lassen sich von dieser Hoffnung, von dieser Freude anstecken. Die fragen die Jünger, was mit ihnen los ist. Und sie merken, dass sie das verstehen können, über alle Sprachgrenzen hinweg. Zu Pfingsten feiern wir den Beginn der weltweiten Christenheit. Dass die Christen in alle Welt verstreut sind und trotzdem über alle Ländergrenzen und Sprachgrenzen hinweg merken, wie sie im Geist von Jesus Christus eins sind und zusammengehören. Konfirmation heißt zusammen festmachen. Zusammen fest werden im Glauben, im Hoffen, in der Liebe Gottes. Über Sprachgrenzen und über Entfernungen hinweg. Ich glaube, dass die Konfirmation deshalb so ein beliebtes Fest ist, weil sie in einen Lebensabschnitt fällt, wo eine Gemeinschaft, die bisher zusammenhielt, kurz davor ist, auseinanderzugehen. Eltern und Kinder merken, dass sie nicht mehr die gleiche Sprache sprechen. Dass sie sich nicht mehr verstehen wie früher. Und innerlich merkt die Familie, dass bald die Zeit beginnt, in der sie alle getrennte Wege gehen, in der die Kinder ausziehen werden, fortziehen, eigene Familien gründen. Den Jugendlichen ist es wichtig, zusammen mit ihren Freunden zu feiern, weil sie
ahnen, dass bald jeder eigener Wege gehen wird, dass bald jeder irgendwo anders hingehen wird, um zu studieren, eine Lehre anzufangen, eigene Familie zu gründen. Wie kann man da zusammenbleiben? Die Konfirmation ist deshalb vielen so wichtig, weil wir merken, dass da mehr ist. Dass es etwas gibt, das uns zusammenhält, als Gemeinschaft verbindet, das stärker ist als die Sprachgrenzen, das stärker ist als all die Kilometer, die uns voneinander trennen. Konfirmation heißt gemeinsam festmachen. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder Menschen erlebt, die bedauert haben, wie sehr wir Menschen uns auseinandergewöhnen. Dass die Dorfgemeinschaft nicht mehr das ist, was sie mal war. Dass Nachbarn sich nicht mehr kennen, dass Familien auseinanderdriften. In den letzten 10 Wochen habe ich anderes gehört. Trotz dessen, dass wir in diesen letzten Wochen uns voneinander fernhalten mussten, auf soziale Distanz gingen und nicht mehr besuchen konnten, habe ich erlebt, wie Menschen neue Wege gefunden haben, um zueinander zu kommen, um sich zu begegnen, um sich zu gewissern, dass sie zusammengehören. Ich habe mit Menschen telefoniert, zu denen ich seit über 20 Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Ich habe erlebt, wie ältere Menschen mit einem Mal das Internet für sich entdeckten, um mit ihren Familien Kontakt aufzunehmen, mit ihren Enkeln in Kontakt zu bleiben, sich Predigten von ihrem Pfarrer anzuschauen. Pfingsten feiern wir, wie der Geist Gottes die Jünger mit seiner Kraft durchdringt und neue Energien, neue Hoffnung und auch neue Ideen freisetzt, die uns zeigen, wie sehr wir doch zusammengehören. Wir erleben als Kirche, dass obwohl wir sonst sonntags zu dritt oder zu viert in dieser Kirche sind, dass wir doch eine Gemeinschaft sind über Millionen auf der ganzen Welt, die zusammengehört. Egal, wie wir aussehen, welche Sprache wir sprechen, welche Meinungen wir vertreten, trotzdem sind wir eins. Konfirmiert, zusammen festgemacht. Das Wunder von Pfingsten für die Jünger von Jesus besteht darin, dass sie zu Beginn in diesem Haus sind, sich nicht raustrauen, Angst haben, dass die Welt da draußen nicht mehr die ist, die sie kennen. Dass da draußen Gefahr lauert und mit einem Mal spüren sie Gottes Kraft in sich. Wir schauen jetzt raus in diese Welt und viele erlebe ich, die Angst davor haben, was tut Gott da? Wir können nicht mehr planen, wir wissen nicht mehr, wann wir Konfirmation feiern sollen, wir wissen nicht mehr, wann wir die Taufe, wann wir die Hochzeit feiern sollen. Die Welt da draußen ist uns gefährlich und fremd geworden. Zu Pfingsten merken wir, Gott ist in dieser Welt. Gott wirkt in dieser Welt. Aber das tut er nicht da draußen, wo ich nicht weiß, was mit mir geschieht. Sondern Gott wirkt in mir drin. Gott wirkt als sein Geist in meinem Herzen, in meinem Verstand, in meinem Lachen, in meiner Hoffnung. Ich kann Gott in dieser Welt wirken, spüren, in mir selber drin. Wie er mir Hoffnung gibt, wie er mir Mut gibt, wie er mir neue Ideen gibt,
und ich hinausgehen kann und es weitergeben kann. Das wünsche ich mir, das wünsche ich Ihnen. Das ist Pfingsten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.